Und es geht weiter bei Let's Play Tomb Raider 1. In diesem Level, muss ich sagen, kommt das erste Mal vor, dass ich blind mache. Au, 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 au. So. Zum einen... Ja, also ein bisschen weiß ich übrigens doch vom Level. Also ich habe so ein bisschen was davon gespielt. Und leider habe ich aber die Originalaufnahmen hier zumindest überhaupt nicht mehr. Was ein bisschen schade ist. Vor allen Dingen, weil ich auch gemerkt habe, jedes Mal, wenn ich überhaupt keinen Plan habe, wo ich hinlaufe oder hinlaufen muss, habe ich ein Secret gefunden. Ist kein Scherz. So. Zum einen öffnet sich jetzt erstmal dort die Tür. Allerdings möchte ich da oben hin. Man sieht es vielleicht schon. Dort gibt es nämlich ein großes Medipack. Dort gibt es ein kleines großes Medipack so. Und ihr wisst ja, wie Medipack-lustig ich bin. Ich habe nämlich ganz gerne immer Medipacks. Vor allem, wenn sie groß sind und ich sie dann doch ganz gut gebrauchen kann. Und Lara backt sich auch ganz gerne dadurch. Irgendwie habe ich das Gefühl. Dann machen wir es so. Dann nicht. Dann machen wir es anders. Gehen hier vor. Und halten uns so fest. Und da ich weiß, wie schön hoch das hier auch ist, machen wir auch mal ein Save. Halten uns hier fest. Übrigens glaube ich nicht, dass so... Nein, man sieht, dort ist nichts. Und jetzt wird's am lustigsten. Nämlich dort hoch, wo wir nicht hochkommen können. Und bevor es dann heißt hier von wegen... Säule wollte nicht so wirklich... sollte nicht so wirklich funktionieren. Heben wir doch lieber das große Medipack auf. Speichern noch einmal. Denn wir haben es ja geschafft und ich möchte jetzt auch ganz, ganz gerne darüber. Dort drüber. Was gibt es dort drüben? Dort drüben gibt es eine wunderschöne Sache, die nennt sich nämlich ein Hindernisparcours. Was macht man bei diesem Hindernisparcours? Ganz einfach. Man springt nach hinten, man springt nach vorne, knallt gegen die Wand und rutscht runter. Man springt wieder nach hinten, knallt wieder gegen die Decke und man schafft es mal wieder nicht. Man springt wieder nach vorne und vergisst dieses Mal auch direkt nach hinten zu laufen. Man springt nach vorne, hält sich immer noch nicht fest und keine Ahnung. Man sieht also, von dort aus kommen wir nicht weiter. Was machen wir nun? Ganz einfach. Wir springen hier nach vorne, springen dann zurück, da nach vorne und halten uns immer noch nicht dran fest. Super. Dritter Versuch. Wir springen nach vorne, springen zurück, springen zur Seite und wir sehen, Lara will immer zurückspringen.
Super. Wir springen zurück, springen nach vorne. Wir springen zurück, springen nach vorne, halten uns dann fest und wissen immer noch nicht, warum wir nicht drankommen. Und langsam, denke ich mal, ich müsste ein bisschen meine Taktik ändern und ja. Wir gehen einen Schritt zurück, zur Seite, springen nach vorne, springen zurück. Ich könnte das stundenlang weiter so machen. Das finde ich einfach zu herrlich. Ha, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. So. Was machen wir nun? Jetzt machen wir das gleiche Spielchen. Nur dabei drehen wir uns hier nach vorne. Springen nach vorne, springen nach hinten, dann hier ran. Und was finden wir? Ein Secret. Ungefähr dieses Secret kenne ich noch und danach nur noch durch die andere Tür und danach verließen sie ihn übrigens in diesem Level auch schon. Man sieht übrigens, hier ist eine brüchige Wand. Unbedingt von hier abspringen. Es könnte sonst sein, dass man sich das Genick bricht und das möchte ich eigentlich persönlich vermeiden. Denn zurzeit steht doch meine Bilanz ziemlich gut da. So. So kommt man übrigens hier wunderbar runter. Noch nicht mal Energie verloren. Schön, oder? Ja, speichern wäre auch nicht schlecht. Nehmen wir gleich den gleichen Platz. Und wir sehen, wir haben tendenziell 17 große Medipacks. Dort drüben komme ich nachher hin, das weiß ich noch. So. Hier kann ich mich wieder runterfahren lassen. Unbedingt auch wisst ihr, nein, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Hallo? Dann anders. Diesen Block ziehen. Und weiterziehen. Und nochmal ziehen. Dadurch geht nämlich dort oben die Tür jetzt auf. Auch wenn man das nicht sieht. Denn eigentlich sollte sie aufgehen. Oder dahinter ist jetzt irgendetwas aktiviert. Wir wissen nicht was. Wir wissen noch nicht wieso und warum. Aber ich denke mal, hier wäre es doch mal ideal, mal hinzuspringen. Und ich höre was. Ich höre tatsächlich was. Oh mein Gott! Es ist Donkey Kong! Ui! Da bist du ja, Donkey Kong! Ich habe Energie verloren. Naja. Sollte jetzt eigentlich nicht so das Wilde von der Welt sein. Und ich mache ja eigentlich keinen 0 Medipack Challenge. Auch
wenn ich bis jetzt keine Medipacks verwendet habe. Wo ist Donkey Kong? So ein Donkey Kong. Und ja, ich mag Donkey Kong eigentlich gar nicht. Ich bin kein Nintendo-Fan. Normalerweise. Ich war schon immer einer, der multitasking-fähig war. Uhuh. Oder viel lieber am PC gezockt hat. Uhuh. Ich war ein PCler. Deswegen... Naja. Beziehungsweise so ein Kind, das mehr auf die uralten Spiele gespielt hat. Uhuh. So. Ah ja. Ich erinnere mich. Das kenne ich auch noch. Wir haben hier nämlich, Mr. Ich laufe mal eben alles ab und ich habe hier wieder mal ein